Ich hatte es gestern schon angesprochen und der Markt ist ja schon eine Weile mit dabei, mit Langeweile sozusagen. Nicht so wirklich was scheint er gebacken zu bekommen, zumindest mal, wenn man ein bisschen oberflächlich guckt. Im 4-Stunden-Chart der Dow Jones beispielsweise. Wir gucken mal auf den DAX, der ist immer noch sehr in der Seitwärtsrichtung. Nicht wegen dieser Zeichnung wundern, die hat sich hier verrutscht aufgrund der zusätzlichen Daten. Aber wir sehen, das Ganze ist noch wesentlich unanimierter als der amerikanische Markt, nämlich im Moment einfach noch in dieser Seitwärtsphase. Ich habe es gestern angesprochen, nämlich, dass der Markt sich noch nicht entschieden hat für eine Richtung. Das ist natürlich erstmal doof, aber für uns eigentlich das beste Zeichen zu sagen, ich halte die Bälle noch mal ein bisschen flach, ich warte noch mal. Für die ganz kurzfristigen gibt es vielleicht beim Dow Jones sogar etwas, was man im Auge behalten kann, nämlich eine Bewegung, die zumindest im ganz kurzen, also nur dieses kleine hintere Endstück, was wir da haben, da ein bisschen eine Chance für irgendeine Bewegung mitgibt. Wir sehen, dass wir hier zumindest mal starke Aufwärtsbewegungen insgesamt haben und hier jetzt vielleicht so in der wahrscheinlich vierten Welle. Ihr wisst, ich zähle immer ganz gerne. Es ist eine Annahme, es sieht so aus, aber für mich ist die Annahme gar nicht so maßgeblich, denn das ist etwas, was ich typischerweise nicht gerne handle. Warum nicht? Da kommt doch noch eine fünfte hinterher. Ja, streng genommen eigentlich schon, aber die ist häufig so wie die erste, so wie das, was wir hier vorne haben. Das muss nicht so sein. Die kann auch länger sein, aber damit sind die Ziele halt deutlich begrenzter, weshalb dieses Szenario für mich nicht so super spannend ist. Aber wenn der Kurs im Anschluss an das, und das ist etwas, was viele am Anfang erstmal missinterpretieren, die sagen, ja, ich sehe das immer erst im Nachhinein. Ja, ich auch. Aber das ist ja der Vorteil in, naja, der Vorteil, ich sage das jetzt mal so und mit dem Hintergedanken, wenn ich das im Nachhinein erkenne, weiß ich doch, was da im Anschluss kommen müsste, um mich zu glücklich oder zufriedenzustellen, nämlich nach einem Fünfweller nach oben, eine ABC nach unten und dann hätte ich eine Idee, dass das, was wir hier vorne haben, sozusagen, je nachdem, wie lang das dann geht, eben nochmal folgt. Und das wiederum, das kann man dann schon handeln. Vielleicht ist das sogar für heute noch geeignet. Wir werden sehen, ob das heute noch schnell genug geht. Ich würde Positionen auf dieser Zeit gehandelt nicht übers Wochenende halten wollen. Ich habe überhaupt kein Problem, auf Tagesbasis, notfalls auch auf 4-Stunden-Basis, das übers Wochenende zu halten. Aber kleiner als das ist eigentlich etwas, was ich dann auch gerne über Nacht schließe. Jetzt wissen wir alles, dass die Indizes, zum Beispiel YM als Future auf den Dow Jones oder ein entsprechender CFD ja quasi 24 Stunden zur Verfügung steht, aber eben nicht übers Wochenende. Und deshalb das Risiko bin ich zumindest mal nicht bereit zu halten. Überlegt euch das, ob ihr sagt, ja, das mache ich durchaus oder ob ihr sagt, eben genau nicht. Ihr seht aber auch schon, dass das Ganze, selbst wenn das so schön käme, ein wenig Zeit noch in Anspruch nehmen würde. 21. ist natürlich der Samstag, da passiert nichts, aber das würde dann also bedeuten, wir können dieses hier vielleicht am Montag noch erwarten. Für heute ist dann eher eigentlich vielleicht erst noch mal so ein bisschen Anstieg, gegen Ende noch mal Abverkauf. Ich weiß, ich sage das immer wieder vor dem Wochenende, Abverkauf wäre durchaus typisch, wie ich eben gerade angedeutet habe, viele die Position haben und einfach sagen, na, ich schließe es jetzt, ich will das Risiko nicht tragen. Das kann eben für ein bisschen eine Abwärtsbewegung nochmal sorgen. Das, was ich hier gezeichnet habe, fände ich extrem schlüssig, aber vorsichtig. Nur weil ich es schön finde, schlüssig finde, natürlich finde, heißt das noch längst nicht, dass das so kommt, aber das ist etwas, was ich auf meinem Erwartungsmonitor habe. Sobald sich dann sowas abzeichnet, kann man dann sagen, hey, da kann ich doch dann Teile daraus auf jeden Fall nochmal handeln. Ihr wisst, in diesem Fall, wenn wir so etwas bekommen, also so eine Abwärtsbewegung, die sieht ja etwas aufgedröselter im Prinzip so aus, also abwärts, dann haben wir eine ABC hier hoch und dann hier nochmal die Abwärtsseite. Das ist im Prinzip so mehr oder weniger das Gleiche, auch wenn ich es nicht identisch gezeichnet habe. Und dann hätten wir den Trigger hier auf den Zwischentief und ja, das kriegen wir sicherlich auch nochmal gerade hin, wenn wir schon hier zeichnen. So, also das wäre hier der Trigger, um nochmal diese Abwärtsseite hier zu handeln. Das sieht alles nach klein, klein aus, zugegeben, was es hier ist, aber wir sind nun mal im 5-Minuten-Chart und im Großen hat sich der Markt nicht festgelegt. Das ist von sicher aus sicherlich keine sehr dynamische Aufwärtsbewegung. Insgesamt ist das, was wir hier bekommen, auch keine echte Abwärtsbewegung. Der Markt eiert im Moment hin und her, hat sich noch nicht so richtig entschieden. Das ist ein klares Korrekturmuster. Solange der Markt sich nicht festlegen will, werde ich mich erst recht nicht festlegen. Denn als Händler bin ich nicht derjenige, der den ersten Schritt macht, sondern ich bin derjenige, der sofort reagiert, wenn sich was ergibt. Aber das ist erstmal langweilig.
Also insofern in diesem großen Bild erstmal abwarten, in dem kleinen Bild so ähnlich, wie ich das jetzt hier angedeutet habe. Blöderweise ist das bei den anderen Indizes längst nicht so deutlich. Da ist das Bild, was diesen Anstieg angeht, zumindest mal nicht so sehr klar. Da war das Tief nämlich ein bisschen weiter hier vorne. Also ihr seht, der Markt hält sich freiwillig die Türen offen. Ja, wenn es der Markt sich die Türen offen hält, dann mache ich das eben auch. Das klingt nicht ganz sympathisch. Ich weiß, einige werden jetzt sagen, ja, muss ich doch mal festlegen. Nein, genau das muss ich eben nicht, denn ich bin Händler. Und als Händler reagiere ich eben auf das, was der Markt bietet. Jetzt gucken wir ganz zum Abschluss, dann machen wir es auf Deutsch hier richtig, den Nasdaq nochmal an, denn der hat zumindest den letzten Schub hier nach unten geleistet. Hier könnte ich es mir umgekehrt vorstellen, wenn er jetzt in den nächsten Stunden mal hier eine wackelige Aufwärtsbewegung bringt, dann würde ich die Abwärtsseite sogar nochmal favorisieren. Und ihr seht das, wenn das ungefähr in dieser Größenordnung stattfindet, wäre das vielleicht sogar heute Abend noch. Also Hausaufgabe an euch, achtet mal da drauf. Wenn ihr mit solchen Sachen nicht alleine stehen wollt, sondern immer wieder mal Informationen bekommen wollt, Beispiele genannt bekommen wollt und so weiter, dann empfehle ich euch, meldet euch an für den Trade des Tages. Dort geben wir dann, wenn etwas ansteht, immer wieder unsere Handelsideen mit konkreten Ein- und Ausstiegssignalen, einfach um euch ein paar Ansätze zu geben, nicht mit der Notwendigkeit, jeder Trade wird positiv, aber mit der Erwartungshaltung, dass eine Vielzahl dieser Trades zumindest in der Summe zu einem positiven Ergebnis führen und aber auch euch eine Anregung sein können, wie ihr selbst euch dem Markt nähern solltet oder könnt und dadurch vielleicht euer eigenen Handelsansatz ein bisschen nochmal verbessern könnt. Außerdem meldet euch an für Born for Trading, dann habt ihr die Chance, regelmäßig weitere Nachrichten zu bekommen, eben auf Smartphone, wann immer mir da was auffällt, wann immer es Fragen gibt beispielsweise, die geklärt werden sollten. Es kostet nichts, meldet euch einfach an und dann habt ihr nochmal eine Zusatzinformation. Euch alles Gute, ganz liebe Grüße und bis zum nächsten Mal.